So, meine Damen und Herren, wir haben hier einen Fight hier und wenn aber drei und die Damen auch bereits hier, die Damen, was hier unterwegs sind, eine, was später gestartet sind. Und erfahren habe ich hier, Susanne Fuchs ist hier als Erste. Noch nicht offiziell, aber zumindest Susanne Fuchs war inoffiziell hier, genauso wie Bedutschnik inoffiziell hier, noch nicht bestätigt durch die Rennrichter hier als Erste durchs Ziel gegangen. Und auch der Trainer selber, der Burgenländer hier, soeben durchs Ziel leicht geplagt mit Oberschenkelschmerzen. Ja, meine Damen und Herren, es ist angerichtet. Hier geht es natürlich zur Sache. Diese Kilometerleistung, 21 Kilometer mit einer Zeit von ca. 32, 33, 34 Minuten hier zu bewältigen, mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 60, 70 km/h auf der Gerade mit ca. 42, 45, natürlich nicht ohne, mit einer Rollenhöhe von ca. 13 cm. Da besteht natürlich auch schon die Gefahr, dass man hier wegknickt, hier, aber natürlich hier aber schnellere Zeiten fahren kann. Ne? Die Straße bitte wieder freimachen. Es gefolgt hier von 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Skatern hier bei der Unionkreuzung hier auf Höhe Unionkreuzung zum Ziel. Ein Lauf hier. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation an allen Skater, die hier teilnehmen. Es sind ja auch sehr viele Hobby-Skater an Start. Das A-Team, meine Damen und Herren, ist leider in Geisingen in Deutschland unterwegs bei dem schnellsten Hallenspeed-Rennen, ein 3-Tages-Event in Deutschland. Aber trotzdem haben sich hier die besten Läufer, die zur Verfügung stehen, angemeldet hier beim Linz-Marathon, beim Borealis-Linz-Marathon, beim 14. Marathon, aber heuer hier genannt durch den Sponsor-Bäckerei-Ring, der Ring-Marathon. So, Applaus hier wieder. Sparen Sie bitte nicht mit einem Applaus. Feuern Sie bitte Ihre Sportlerinnen und Sportler bei diesem tollen Wetter hier an in Linz. Kathi! Herzlichen Glückwunsch! Toni! Katharina und Monika Sieg hier soeben erfahren vom Rennrichter. Mutter, Tochter durchs Ziel gegangen, also auch sehr selten, dass hier Mutter, Tochter die gleichen Interessen vertreten, so wie bei den Bedutschniks hier die gesamte Familie unterwegs ist, die Schwester Nationalteamtrainerin, der Vater der Trainer von Thomas, auch beide hier, Vater, Sohn, Tochter und so weiter hier unterwegs hier beim Inline-Marathon. Ja, es ist noch nicht offiziell, meine Damen und Herren, aber die Vorjahreszweite, die Susanna Fuchs hier aus Eisenstadt, denke ich, mal ein bisschen laut zu sagen, den heutigen Marathon gewonnen zu haben bei den Damen. Susanne Fuchs, es ist noch nicht offiziell bestätigt. Wir warten noch auf das Siegerfoto und auf die Entscheidung der Rennrichter. Auf jeden Fall Susanne Fuchs, derzeit inoffiziell Erster, und der Thomas Bedutschnik bei den Herren der erste Platz. 2, 3 wird auch bei Damen und bei den Herren bekannt gegeben.
Also die Jury sagt zu mir, es gibt keine offiziellen Namen mehr hier, bevor wir nicht die offizielle Endwertung hier erreicht haben. Also bitte um Verständnis, wir wissen nur inoffiziell eins, Petutschnik und keinen Damen Fuchs. Dies wird sich noch genau bestätigen. Platz 2, 3, 4, 5 und so weiter ist noch nicht offiziell bestätigt. Dazu brauchen wir bei den Damen das Siegerfoto und natürlich auch die Chip-Auswertung. Ja, und hier mit der Startnummer 1500, 28, 15, 2, 98 und so weiter. Hier 15, 2, 203 mit 207 hier durchs Ziel, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch hier. Ein Riesenkompliment an alle Biker und Inlinern hier und auch den Para- und Tetra-Fahrer natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben hier ja Ironmans unterwegs. Hier mit den Handbikes. Wenn man hier bemerkenswerte Teilnehmer erwähnen darf, zum Beispiel Thomas Frühwirth. Thomas Frühwirth ist weltbester Triathlet im Rollstuhl. Oder Alexander Gritsch von der Sportunion aus Tarents Handbike-Weltmeisterschaft 2014, der 9. Platz. Oder weltbester Triathlet, wie gesagt, Thomas Frühwirth mit seiner Startnummer 5979, mehrfacher Ironman-Sieger in Hawaii. Bestzeit seiner Ironman-Zeit 8,44, Handbike-Weltmeisterschaft 2014, Bronze im Einzelzeitfahren. Auch hier inoffiziell, aber dazu brauchen wir kein Siegerfoto, meine Damen und Herren. Wie war es anders zu erwarten? Hier Thomas Frühwirth als weltbester Triathlet im Rollstuhl, mehrfacher Ironman-Sieger aus Hawaii. Handbike-Weltmeisterschaft 2014, Bronze im Einzelzeitfahren. Hier hat noch nicht offiziell bestätigt, aber seine Zeit hier als erster der Handbiker eingefahren. Also wir haben hier auch Thomas Frühwirth, der Erste, der hier eingefahren ist bei den Handbikern.